Hi, ein neuer Quick-Check, diesmal zum Thema Schwungrad. Wir bieten von Competition Clutch diverse Schwungräder für den NA, für den NB und für den NC an. Bei NA und NB ist es so, wer einen 1,6er Motor hat und zum Beispiel eine Leistungssteigerung gemacht hat, eine entsprechend stärkere Kupplung fahren möchte, der ist darauf angewiesen, das Schwungrad zu ändern. Entweder auf ein originales 1,8er Schwungrad oder auf eine Lösung von Competition Clutch. Bei NC haben wir ein Schwungrad für beide Motoren, für den 1,8er und 2 Liter im Programm. Da unterscheiden sich die Kupplungen nur zwischen dem 5-Gang- und 6-Gang-Getriebe. Kommen wir zurück zu NA und NB. Dort gibt es zwei verschiedene Schwungradvarianten. Einmal ein leichtes Schwungrad und einmal ein ultraleichtes Schwungrad. Für den NC haben wir ein ultraleichtes Schwungrad im Programm. Nun die Frage, wann macht ein solcher Wechsel auf ein leichteres Schwungrad Sinn? Grundsätzlich bei Saugmotoroptimierungen, die hochdrehen, die schnell hochdrehen sollen, empfehlen wir grundsätzlich ein leichtes Schwungrad zu verbauen. Für Turbo-Umbauten ist das nicht unbedingt erforderlich. Zumal das Ganze hat neben dem positiven Effekt, dass der Motor schneller hochdreht, auch einen negativen Effekt. Die Schwungmasse, die ja verringert wird, beziehungsweise die rotierende Masse, die verringert wird, hat auch Einfluss aufs Anfahrverhalten. Je leichter die Schwungmasse, desto schneller hat man den Motor abgewürgt. Das ist im Alltag gerne mal ein Nachteil für den einen oder anderen ungeübten Fahrer. Ansonsten kann man natürlich mit dem Schwungrad ganz normal im Alltag fahren. Das funktioniert.